Habt ihr schon mal davon gehört, dass unsere Kommunen überlastet sind? Dass die Integration scheitert? Ja, dass die meisten Flüchtlinge, die hierher kommen, gar keine Flüchtlinge sind, sondern unser Asylsystem missbrauchen als Drehtür für die Zuwanderung? Geschweige denn von der Tatsache, dass beinahe 60% der Bürgergeldempfänger nicht mal eine deutsche Staatsangehörigkeit haben. All das und vieles mehr sollte eigentlich jedem bekannt sein, außer der ARD. Denn diese wirklich realitätsgestörten Mainstream-Fanatiker, die sich Journalisten nennen, sind wirklich felsenfest davon überzeugt, dass die illegale millionenfache Zuwanderung in unsere Sozialsysteme nur ein Problem hat: der strukturelle Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Und die Aufnahmen, die ich Ihnen nun zeigen werde, sind schlichtweg gelogen und eine Schande für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und vor allen Dingen für die schon erbrachte Leistung aller Deutschen, die bereitwillig 6 Millionen Menschen aufgenommen haben. Der Täter Luis Klamroth und seine aufmerksamkeitsgestörten Jungjournalisten, die ihren Migrationshintergrund dafür nutzen, um sich selbst als Opfer zu inszenieren, einfach nur erbärmlich. Und weil ich selbst einen Migrationshintergrund habe, schäme ich mich einfach nur für solche Menschen. Aber seht selbst, los geht's. In Arbeit kommen und Deutsch lernen, das ist das eine. Aber in der Gesellschaft ankommen, das ist das andere. Menschen mit Migrationsgeschichte erfahren in Deutschland neben Hilfsbereitschaft eben auch Ablehnung. Und zwar oft unabhängig davon, ob sie zum Beispiel geflohen sind oder ob ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind. Viele Menschen mit Migrationsgeschichte haben das Gefühl, sie müssen unglaublich viel tun, um wirklich als Deutsch wahrgenommen zu werden. Ähnliche Erfahrungen hat auch meine Kollegin, die Journalistin und Moderatorin Tesnim Kadiri, gemacht. Sie ist in Duisburg geboren. Ihr Vater ist aus Marokko nach Deutschland gekommen. Es kann nicht sein, dass Menschen wie ich sich Sorgen machen, dass sie nicht integriert genug sind, aber keiner ihnen sagt, was sie machen müssen, um integriert genug zu sein. Weil für die einen ist es vielleicht, dass ich Deutscher essen soll, dass ich Bier trinken muss. Und für die anderen ist es wiederum, ja, sprich halt gut Deutsch und hab einen deutschen Pass, reicht. Das ist super verwirrend. Für mich persönlich fühlt sich das nämlich ganz ehrlich manchmal so an, als müsste ich fast schon so einen Fehler ausgleichen. Also mit Integrationsbestreben muss ich den Fehler meiner Familie ausgleichen, die Schande, dass sie aus einem anderen Land hier hingekommen sind. Dieses Gefühl wird einem vermittelt. Eigentlich hat meine Mitschülerin Lisa, die hat genau das gleiche gemacht wie ich. Die spricht Deutsch, die ist hier zur Grundschule gegangen, zur Schule gegangen, geht jetzt vielleicht an die Uni oder macht eine Ausbildung, was weiß ich. Wir machen, eigentlich sind wir gleich. Aber Lisa hat blonde, glatte Haare, ich nicht. Und Lisa hat Eltern, die auch hier geboren sind, ich nicht. Und angeblich muss ich, obwohl wir genau das Gleiche bis auf diese Faktoren haben, muss ich beweisen, dass ich deutsch genug bin, während Lisa das nicht muss. Wie kann man nur so undankbar und unreflektiert sein, so ein Narrativ in die Gesellschaft zu treiben? Keiner, wirklich keiner redet davon, dass Menschen in Deutschland nicht willkommen sind, die für unser Land etwas beitragen wollen und etwas leisten, sondern es sind die Menschen gemeint, die mit 50 Mann an Bahnhöfen rumlungern, Frauen anpöbeln und kriminell werden. Machen wir uns doch nichts vor. An Schulen werden täglich Deutsche geschlagen, weil sie als schwach und ehrenlos gelten, weil sie ihrer Freundin nicht verbieten, am Wochenende auszugehen, weil sie Schweinefleisch essen und weil sie sich nicht schlagen wollen, wenn sie ein Problem mit jemandem haben. Was glaubt ihr, wie viele Lehrer schon mit Burnout zu Hause liegen und einfach nicht mehr zur Arbeit wollen, weil sie nicht mehr können? Vielleicht findet es diese junge Dame von Hart aber fair cool, dass sie die Spaltung für sich ausnutzen kann, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber die Realität sieht anders aus. Ich selbst habe einen Migrationshintergrund. Das war für mich nie wichtig. Und Deutsche haben mich immer gut behandelt. Und auch meinen Vater, der mit 14 hierher kam. Aber mit den Leuten, wo es immer Probleme gab, das waren die Ausländer. Denn ich war auf einer Multikulti-Schule. Und da kommen Jugendliche von allen Ländern, die es so gibt, und werden unterrichtet. Und wisst ihr, was mir bei denen aufgefallen ist? Nicht nur, dass 70% von denen, die ich kannte, kriminell geworden sind, im Gefängnis gelandet sind oder nicht mal einer Arbeit nachgehen, sondern dass sie sich einfach im Großteil asozial verhalten haben. Sie waren so stolz auf ihren türkischen, libanesischen Pass und haben schlecht über das deutsche Land gesprochen, was sie aufgenommen hat. Das ist eine Wahrheit, die einfach verschwiegen wird. Dass eine Ablehnung von innen heraus von den Zugewanderten dazu beiträgt, dass keine Integration stattfinden kann. Doch bitte hört euch mal die nächste Szene ganz genau an und auf jeden Fall das Abonnieren nicht vergessen. Denn ich zähle ja zur geschützten Gruppe, ich darf ja kritisieren. Deshalb gebt mir mit eurem Abo eine Stimme und weiter geht's. Und genauso wie Tesnim Kadiri empfinden das noch viele andere. Das hat uns der Soziologe Özgür Özvatan erklärt. Den kennt ihr schon, der war ja auch bei mir im Studio zu Gast. Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben, die hier geboren sind, aber eben oftmals das Gefühl nicht bekommen, dazuzugehören. Alltagsrassistische Erfahrungen machen, Strukturen, rassistische Strukturen erleben. All das
ist ein Problem für diese Gesellschaft. Und ganz wichtig ist, und das hat der verstorbene Soziologe Sigmund Baumann einmal als Tantalusqualen beschrieben, dass eben diese Menschen, den Menschen immer gesagt wird, wenn ihr das erreicht, dann seid ihr Teil der Gesellschaft. Allerdings wird die Flughöhe immer höher angesetzt, sobald sie gewisse Dinge erreichen. Das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben als Gesellschaft. Und nun müssen wir uns die Frage stellen, wollen wir so Integration weiterdenken oder möchten wir einen anderen Modus finden, der Migrantinnen, Menschen mit Migrationsgeschichte nicht in der Bringschuld sieht, sondern gesellschaftliche Integration als gesamtgesellschaftliche Aufgabe sieht. Es wird immer so getan, als ob Deutsche untereinander in einer perfekten Symbiose leben. Das ist aber totaler Schwachsinn. Deutsche Familien zerstreiten sich, Geschwister reden nicht miteinander. Und wie oft kann man sich einfach nicht ausstehen? Die Wahrheit ist doch, dass Menschen sich schon seit Tausenden von Jahren gegenseitig ausgrenzen. Sei es Rivalität, sei es Neid oder sei es einfach nur eine Unsympathie gegenüber der Person oder ein schlechtes Benehmen. Das hat einfach grundsätzlich etwas mit sozialen Mechanismen zu tun und nicht mit einem strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft, die 6 Millionen Menschen aufgenommen hat. Aber auch der Grundgedanke, dass Menschen sich nicht beweisen müssen, ist einfach nur Gedankenutopie, die dazu geführt hat, dass man gar keine Bundesjugendspiele mehr an der Schule macht, damit sich die Verlierer nicht schlecht fühlen, wenn sie sportlich nichts drauf haben. Und jetzt schauen wir mal auf die echte Welt. Selbst in Fußballvereinen, wenn man Captain werden will, wenn man Stürmer sein möchte, muss man sich behaupten. Man muss akzeptiert werden von seinen Teamkollegen, sonst fliegt man aus dem Verein. Oder mal eine andere Frage, weil ja immer von Rassismus gesprochen wird. Kennt jemand einen Deutschen, der jeden Tag schlecht über Japaner oder Chinesen spricht? Der strukturell sagt, Japaner, die sollen hier nicht rein. Ich sage euch etwas, diese vielen Vorurteile, die es gibt, die sind entstanden aus Erfahrungen und wurden weitergegeben. Und die Personen, die aus diesen negativ assoziierten Herkunftsländern kommen, die müssen sich ganz besonders Mühe geben, weil ihre Landsleute ihren Ruf ruiniert haben. Es ist nicht eure, nicht meine und nicht unsere Verantwortung, sofort jeden Seele und Herz zu öffnen. Das macht gar keinen Sinn. Doch hört euch nun den Spaß noch ein wenig weiter an, denn jetzt wird's interessant. Eine Studie des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung zeigt, dass Rassismus ein weit verbreitetes Phänomen in Deutschland ist. Nicht nur in den Erfahrungen der Menschen, sondern auch als Problembewusstsein in der breiten Bevölkerung. Also auch nicht-migrantische Menschen, nicht-rassifizierte Menschen wissen, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Das ist ein wichtiges Signal, weil es zeigt, die Gesellschaft hat das Problem erkannt. Jetzt ist die Frage, wie das Problem angegangen wird. Denn gleichzeitig gibt es in Deutschland auch viele Menschen, die skeptisch sind, wenn es um die Migrationspolitik geht. Laut dem ARD-Deutschland-Trend aus dem vergangenen Herbst finden fast 3/4 der Menschen in Deutschland, dass die Unterbringung und die Verteilung von Flüchtlingen eher schlecht oder sehr schlecht läuft. Und sogar mehr als 3/4 finden, dass die Integration in die Gesellschaft oder in den Arbeitsmarkt nicht gut funktioniert. Und diese Erfahrungen, die Menschen mit Migrationsgeschichte bei uns in Deutschland machen, haben laut Özgür Özvatan noch weitere Folgen. Um ein attraktiveres Einwanderungsland zu werden, müssen wir natürlich auch innenpolitisch integrationspolitische Maßnahmen ergreifen. Prognosen besagen, dass innerhalb der nächsten 10 bis 15 Jahre etwa die Hälfte der Beschäftigten in Rente gehen wird. Integration ist nach wie vor mega wichtig, damit wir Menschen, die nach Deutschland kommen, gut aufnehmen und sie sich auch bei uns einbringen können. Wir haben es verstanden. Menschen ohne Ausbildung oder Abschluss, die weder lesen noch schreiben können, werden unsere Zukunft sein. Und wir werden auch niemals, wirklich niemals einen Unterschied zwischen einem gewollten Facharbeiter, einem echten Flüchtling oder jemanden, der illegal hier einwandert, machen. Und natürlich wird jeder, der sich traut, das zu kritisieren, dafür verantwortlich gemacht, dass die Integration scheitert. Nehmen wir die Verantwortung von jedem Individuum und geben es den Fleißigen. So muss das sein. Wirklich tolle Sendung, Herr Klamroth. Genau wegen dieser Realitätsverweigerung wird noch viel weniger Akzeptanz für so eine Politik in unser Land kommen, die sowieso grundsätzlich falsch ist. Aber was ist eure Meinung dazu? Tobt euch mal gerne in den Kommentaren aus. Und falls ihr mal sehen wollt, was so hinter den Zahlen, den Statistiken steckt, dann hört mal einen Ex-Polizisten zu, der wirklich Sachen benennt, wo ich Albträume bekommen habe. Einfach hier klicken und ein bisschen Wahrheit wird in eurem Monitor erscheinen. Vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin.